verehrte Frau Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, willkommen hier in Davos. Und es ist Ihres 12. Mal, dass ich die Ehre habe, Sie begrüßen heißen zu dürfen. Wir versammeln uns am Anfang eines entscheidenden Jahrzehnts für Europa, indem wir die Strukturen dieser historischen Union weiter modernisieren müssen, auch um in Zukunft auf ein starkes Europa zählen zu können. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen, Frau Bundeskanzlerin, vor allem, wie Sie ein starkes Europa in der Zukunft sehen. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, vor allen Dingen aber sehr geehrter Herr Professor Schwab, Sie haben gesagt, ich bin das 12. Mal hier. Sie haben das 50. Mal das Vergnügen und dann auch nicht nur einen Tag bei diesem Ereignis zu sein, sondern es vorzubereiten, Menschen zusammenzubringen. Und da möchte ich Ihnen aus ganzem Herzen gratulieren. Das ist etwas ganz Einzigartiges, was hier in den Schweizer Bergen geschaffen wurde. Das Forum hat sich ja selbst das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Zustand der Welt zu verbessern, und hat dazu Vertreter von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft immer wieder zusammengebracht, nicht nur in Davos, sondern auch an vielen anderen Stellen der Welt. Und ich glaube, man kann feststellen, wenn wir unseren Blick mal 5 Jahrzehnte zurückschweifen lassen, dass die Welt in der Tat auch besser geworden ist. Wir waren vor 50 Jahren mitten im Kalten Krieg. Deutschland war geteilt. Für mich war es nicht absehbar, dass ich einmal hier stehe. Und inzwischen ist dieser Kalte Krieg schon 30 Jahre zurück. Und aus einer bipolaren Welt hat sich eine multipolare Welt entwickelt, die, wie wir es vor 30 Jahren nicht so gesehen haben, auch als multipolare Welt natürlich eine Vielzahl von Problemen hat. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich seit 1970 verdoppelt. Die Menschen, die an extremer Armut leiden, sind weniger geworden, obwohl die Weltbevölkerung dramatisch gestiegen ist. Und bei der Bekämpfung von Krankheiten, zum Beispiel von Polio, haben wir wirklich gute Fortschritte gemacht. All das wäre durch nationale Alleingänge niemals möglich gewesen, sondern für mich ist es das Ergebnis, dass Menschen, das Unternehmen, aber vor allen Dingen auch Staaten zusammengearbeitet haben. Und das ist deshalb wichtig, wenngleich sich natürlich Jahr für Jahr neue Probleme stellen. Und wer einmal auf den Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums schaut, der kann sehr schön, weil Sie das auch farblich ja immer unterlegen sehen, wie sich die Art der Probleme verändert. Und ganz nach vorne gerückt sind in den letzten 10 Jahren im Grunde Umweltprobleme. Und deshalb ist das Thema der Nachhaltigkeit, der Kohärenz der Welt natürlich von größter Bedeutung. Und deshalb ist auch dieses Jahr Ihr Motto Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World sicherlich genau das Motto, über das es sich zu diskutieren lohnt. Wir reden ja viel darüber, dass der Welt wenig zusammen gelingt. Aber immerhin ist ihr gelungen, vor einigen Jahren die Sustainable Development Goals für das Jahr 2030 zu entwickeln und sich darauf zu einigen. Über 180 Länder haben das geschafft. Und damit haben wir im Grunde für dieses neue Jahrzehnt auch eine völlig klare Roadmap, weil wir ja diese SDGs erreichen wollen. Allerdings, als ich im vergangenen September auf dem UN-Gipfel der Bilanz gezogen hat für die Zeit, die hinter uns liegt, war klar, dass wir alle Hände voll zu tun haben werden und nach jetzigem Tempo es nicht erreichen, diese Sustainable Development Goals wirklich alle zu erfüllen. Deshalb möchte ich mich auch bedanken. Herr Schwab hat mir gerade erzählt, dass eine Vereinbarung mit den Vereinten Nationen getroffen wurde, für das Thema Ozeane eine Plattform einzurichten. Und das ist genau der Weg, wie wir die Anstrengungen weltweit auch verlinken müssen, damit wir auch einen Überblick haben, wie schnell wir vorankommen. Deshalb hat Antonio Guterres als UN-Generalsekretär recht, wenn er sagt, wir haben jetzt eine Decade of Action. Wir müssen handeln. Und das im Bereich zum Beispiel der Artenvielfalt,
Die allermeisten Länder beschäftigen sich damit, aber vor allen Dingen, und das spielt ja hier auf diesem Weltwirtschaftsforum auch in diesem Jahr eine Riesenrolle, im Bereich des Klimaschutzes. Die Frage der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens könnte eine Frage des Überlebens für den ganzen Kontinent sein. Und deshalb ist Handlungsdruck da, weil wir wissen, dass wir die Ziele von Paris, vor allen Dingen das Ziel, die Erderwärmung unter 1,5 Grad zu bringen, weil wir dieses Ziel mit den jetzigen Verpflichtungen nicht erreichen. Und deshalb will ich auch mich in meinem ersten Teil darauf konzentrieren, was bedeutet das? Denn es bedeutet ja, dass die Welt gemeinsam handeln muss. Es ist ein internationales Abkommen. Leider sind nicht alle mehr dabei, aber viele. Aber es bedeutet vor allen Dingen auch, dass jedes Land seinen Beitrag dazu leisten muss. Und wenn wir auf Deutschland blicken, das Land, das ich hier vertrete, dann sind wir 30 Jahre nach der deutschen Einheit, können wir sagen, es ist eine Situation, in der es uns vergleichsweise gut geht. Wir hatten noch nie so wenig Arbeitslose. Wir geben viel Geld für Forschung und Entwicklung aus. Wir haben unsere Investitionen gesteigert. Aber das alles spiegelt ja nicht das wider, was uns in den nächsten 30 Jahren gelingen muss. Denn der Auftrag, unter 1,5 Grad Erderwärmung gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung zu bleiben, dieser Auftrag bedeutet ja nicht mehr und nicht weniger für uns in Europa zum Beispiel, dass wir bis 2050 klimaneutral sein müssen. Und Klimaneutralität, das sagt sich so gut, und die allermeisten Länder der Europäischen Union haben sich jetzt auch dazu verpflichtet. Die Kommissionspräsidentin war gestern hier, hat Ihnen den Green Deal vorgestellt. Und Europa will der erste Kontinent sein, der CO2-frei, also emissionsfrei lebt. Aber, meine Damen und Herren, das sind natürlich Transformationen von gigantischem, historischem Ausmaß. Diese Transformation heißt im Grunde, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen. Die ersten Schritte sind wir ja schon gegangen, aber zu verlassen und zu völlig neuen Wertschöpfungsformen zu kommen, die natürlich wieder industrielle Produktion enthalten, die verändert sind durch die Digitalisierung. Wir haben ja eine zweite Riesentransformation zu bewältigen, und wir hoffen mal, dass die Transformation der Emissionsfreiheit von CO2 mit der Digitalisierung sich gleichzeitig verstärkt und die Digitalisierung das sicherlich auch erleichtern kann. Und deshalb möchte ich Ihnen einen kleinen Augenblick davon erzählen, was wir in Deutschland tun und was das auch mit Gesellschaften macht. Denn dieses Ziel ist leicht aufgeschrieben, dem verpflichtet man sich auch leicht, ganz besonders, wenn man in Städten lebt, da geht das etwas einfacher, als wenn man auf dem Land lebt und vielleicht Landwirtschaft betreibt oder lange Wege zur Arbeit zurückzulegen hat oder eine Windkraftanlage vor der Haustür hat. Aber für uns bedeutet das, dass wir jetzt in den letzten Jahren die Entscheidung getroffen haben, erstens 2022 aus der Kernenergie auszusteigen, aus anderen Gründen der Nachhaltigkeit, weil wir glauben, dass das Abfallmanagement für die Kernenergie nicht nachhaltig ist und dass die Risiken auch zu groß sind. Und dann haben wir uns entschieden, bis spätestens 2038, wenn möglich auch bis 2035, aus der Kohleenergieerzeugung auszusteigen. Und Deutschland hat heute noch einen sehr hohen Anteil an Kohle, 30% etwa, für die Stromgewinnung. Und das ist ein gewaltiger Schritt, insbesondere für die Menschen, die auch bei uns Braunkohle zum Beispiel abbauen und die strukturell in eine völlig neue Lage kommen. Und das ist aber nur der kleinere Teil. Wenn wir überlegen, wir müssen die Energieversorgung, also die Stromversorgung als erstes Mal auf CO2-Freiheit umstellen, dann ist das eine Aufgabe. Aber wenn wir uns den Primärenergieverbrauch Deutschlands anschauen, dann macht der Strom 22% aus. Und 78% unseres Energieverbrauchs geht ins Heizen, in die Mobilität oder in die industrielle Produktion. Und jetzt bleiben wir mal einen Augenblick beim Strom. Da haben wir uns jetzt vorgenommen, bis 2030 65%, also 2/3 durch erneuerbare Energien zu erzeugen. Das ist für ein Land, wo die Sonne nicht so viel scheint und der Wind auch recht unregelmäßig weht, recht viel.
Das bedeutet, völlig neue Leitungsstrukturen aufzubauen, weil natürlich die Energieerzeugungsquellen ganz woanders sind. Und wir haben uns vorgenommen, insgesamt die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% zu senken, um dann 2050 bei 95%, was man gemeinhin mit Klimaneutralität bezeichnet, anzulanden. Wir müssen aber die Umstellung der Stromerzeugung ist schon ein Riesenkraftakt. Und wahrscheinlich wird man auch gar nicht bis 100% erneuerbare Energien das schaffen. Wir sind jetzt bei 42% durch eigene Ressourcen im eigenen Land, weil bei uns die Energiekapazität, also die Effizienz, mit der man Strom erzeugen kann aus Wasser und Sonne, aus Wind und Sonne, nicht sehr hoch ist. Da gibt es Regionen der Welt, in denen das viel besser geht. Aber dann bleiben noch mal 78% für die industrielle Produktion, Mobilität und die Frage des Wohnens. Und da wird das Thema grüner Wasserstoff eine Riesenrolle spielen, obwohl wir technologieoffen an alles herangehen. Und das wird völlig neue Verwebungen auf der Welt mit sich bringen. Denn grünen Wasserstoff kann man an vielen anderen Stellen sehr viel besser erzeugen außerhalb Europas, als man das in Europa kann. Aber auch in Europa werden wir das tun. Und das bedeutet dann, und deshalb bin ich sehr froh, dass man hier von vielen Industrieunternehmen hört, dass sie auf diese Klimaneutralität für ihre Unternehmen auch einsteigen wollen. Das bedeutet, dass wir die Prozesse, mit denen wir Stahl produzieren oder andere Dinge, Maschinen bauen und Ähnliches, dass wir die vollkommen umstellen müssen. Und ich hatte eben gerade ein sehr interessantes Gespräch über die Möglichkeiten der Biotechnologie. Die wird natürlich auch nochmal eine Riesenrolle spielen bei der Transformation all unserer Wertschöpfungsketten. Das heißt, wir werden also dramatische Veränderungen erleben, ohne dass wir die Produkte, an die wir heute gewöhnt sind, aus der Hand geben müssen. Aber all das muss neu gedacht werden. Und dafür müssen die staatlichen Rahmenvoraussetzungen geschaffen werden. Und dafür müssen natürlich die Wirtschaftsunternehmen auch bereit sein, sich auf diesen innovativen Pfad zu begeben. Und jetzt darf ich Ihnen von Deutschland erzählen. Wir sind ja eigentlich ein relativ friedliches Land. Aber es gibt schon erhebliche gesellschaftliche Konflikte zwischen denen, die finden, dass das oberste Dringlichkeit hat, sich jetzt auf diesen Pfad zu machen. Und ich sage nochmal, 2050, das sind 30 Jahre. Ich kann mich gut erinnern, als die deutsche Einheit stattfand. Das waren auch 30 Jahre zurück. Man kann in 30 Jahren viel schaffen. Aber ich weiß auch, wie knapp 30 Jahre sind, wenn man eine digitale Transformation und eine Wertschöpfungstransformation im Sinne völlig anderer energetischer Grundlagen schaffen will. Und deshalb drängt die Zeit und deshalb müssen wir, die Älteren, auch aufpassen, ich bin 65 Jahre alt, dass wir die Ungeduld der Jugend positiv, konstruktiv aufnehmen und als etwas verstehen, was natürlich bedeutet, sie haben einen ganz anderen Lebenshorizont, der geht weit über 2050 hinaus. Und da fragt man sich schon, was man von dieser Welt noch hat, an Artenvielfalt und an Klimaverträglichkeit. Und deshalb sind wir zum Handeln aufgefordert. Und jetzt geht es darum, ganz neue gesellschaftliche Konflikte zu überwinden, denn wir haben auch in Deutschland eine große Gruppe von Menschen, die hält das Ganze nicht für so dringlich. Die ist noch nicht überzeugt, dass das das Allerwichtigste ist. Und wie nehmen wir die mit? Demokratien haben die Aufgabe, den einzelnen Menschen mitzunehmen und ihn für etwas zu begeistern. Und da ist für mich das größte gesellschaftliche Spannungsfeld in Stadt und Land, weil der ländliche Raum sehr viel mehr dazu beiträgt, die Veränderungen sozusagen zu ertragen und der städtische Raum sehr viel schneller die Veränderungen nutzen kann für sich, weil die Infrastruktur in den Städten besser ist. Ich kann auf individuelle Mobilität in einer Stadt sehr viel einfacher verzichten als auf dem Land. Und wie versöhne ich diejenigen, die an den Klimawandel einfach nicht glauben wollen, die so tun, als wäre es eine Glaubensfrage? Für mich ist es eine klassische Frage der völlig klaren Evidenz durch wissenschaftliche Daten. Aber da wir in einer Zeit leben, wo die Fakten mit den Emotionen konkurrieren, kann man immer versuchen, auch durch Emotionen eine Antifaktizität zu schaffen und die dann genauso wichtig ist. Das heißt also, wir müssen die Emotionen mit den Fakten versöhnen. Und das ist vielleicht die größte gesellschaftliche Aufgabe. Und da ist meine Theorie oder mein Angang, dass ich sage, das setzt zumindest mal voraus, dass man miteinander spricht. Und die Unversöhnlichkeit und die Sprachlosigkeit,
die zum Teil herrscht zwischen denen, die den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen. Die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen, aber es sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander. Und wenn wir in eine Welt hineingehen, in der die Sprachlosigkeit vielleicht manchmal noch größer ist als im Kalten Krieg, wo man ziemlich geordnete Austauschmechanismen hatten, dann haben wir ein Problem. Und deshalb plädiere ich dafür, dass, wenn es auch noch so schwer fällt, man sich austauscht, auch zwischen den kontroversesten Gruppen, weil man ansonsten in seinen Vorurteilen lebt, in seinen Blasen lebt. Das macht sich im digitalen Zeitalter ja noch viel besser als in früheren Zeitaltern. Und das könnte zum Verhängnis werden und das muss überwunden werden. Ich bin also überzeugt, dass der Preis des Nichthandelns sehr viel höher wäre als des Handelns. Und wir setzen dabei auf Innovation, auf Forschung. Und wir glauben, dass die Industrieländer dabei eine Bringschuld haben. Die G20-Mitgliedstaaten zum Beispiel erzeugen 80% der CO2-Emissionen. Das heißt, wir haben eine technologische Verpflichtung angesichts des Budgets an CO2, das wir schon aufgebraucht haben, auch die innovativen Wege zu gehen. Nun habe ich mich gefreut, dass der Bloomberg Innovation Index Deutschland, zu meiner Überraschung sage ich ganz offen, 2020 auf Platz 1 gesetzt hat. Wir sind nicht so von der Sorte, dass wir den ganzen Tag darüber sprechen, was bei uns super läuft, sondern meistens halten wir uns damit auf, was nicht so läuft. Da sind die Kulturen unterschiedlich. Aber wenn es Bloomberg ist, können wir das ja ruhig mal zitieren. Und ich weiß gar nicht, was da zu lachen gibt, aber ich nehme das als Zustimmung. Also das ist wesentlich interessanterweise darauf zurückzuführen, dass unsere Automobilindustrie, die ja ein Kernbereich der deutschen Wirtschaft ist, in einer ganz wahnsinnigen Transformationsphase ist mit sehr großen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Ob wir dann schnell genug sind, wird sich zeigen. Die Risiken werden in dieser Studie auch gleich aufgezeigt. Aber wir setzen auf marktwirtschaftliche Mechanismen, so weit wie möglich, aber natürlich auch auf Ordnungsrecht, wenn notwendig. Und unser größter und schwierigster Bereich der Transformation, so wie es im Augenblick aussieht, ist die Mobilität. Weil der Umstieg auf CO2-freie Mobilität ist eine Riesenherausforderung. Und wir wissen ja alle, allein durch die Herstellung einer Batterie und dann einem E-Auto ist ja die CO2-Emission noch nicht gesunken, wenn man nicht alle anderen Zutaten zu der Batterie auch so macht, dass sie CO2-frei sind. Das heißt, wir haben hier noch Riesenaufwendungen. Wir wollen diesen Weg so gehen, dass wir gleichzeitig selber Innovationen bereitstellen. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Aufschlag auf den Strompreis. Wir haben den höchsten Strompreis in Europa, weil wir die erneuerbaren Energien gefördert haben und immer auf den Strompreis umlegen. Und da geben die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands 30 Milliarden Euro dafür aus, dass sie diesen Strom subventionieren, weil er noch nicht marktfähig ist. Das hat aber dazu geführt, dass wir ganz nah bei Wind und Sonne an die Marktfähigkeit herangekommen sind und nunmehr natürlich in Entwicklungsländern auch Technologien verkaufen können und anwenden können, die nicht mehr diese ganzen Erfindungskosten und Entwicklungskosten beinhalten und damit Ländern, die ärmer sind, die aber auch einen viel geringeren Fußabdruck bei CO2-Emissionen hinterlassen haben, dass die schneller in die neue Zeit hineinkommen. Deutschland gibt gegenüber 2014 jetzt doppelt so viel Geld, 4 Milliarden Euro pro Jahr aus, um in den internationalen Klimaschutz zu investieren. Meine Damen und Herren, und dabei sind wir auch schon bei der Frage, wie entwickelt sich das nun außerhalb Europas? In Europa haben wir die Wohlstandsvoraussetzungen mehr oder weniger. Es wird schwierig werden, ich habe darüber auch für Deutschland gesprochen, die Menschen mitzunehmen, keine sozusagen retardierenden großen Gruppen zurückzulassen. Aber wenn wir uns andere Regionen der Welt anschauen, dann wissen wir natürlich, um wie viel schwieriger es ist, dort die Dinge voranzubringen, weil das dann auch etwas zu tun hat mit Krieg und Frieden, mit der Situation wenn man an Afrika sich anschaut oder aber auch Asien sich anschaut, zum großen Teil auch schon die Folgen von Klimawandel zu überwinden sind, bevor man überhaupt technologisch in die Lage kommt, die richtigen Methoden anzuwenden.
Und vielleicht ist es ja so, dass überall auf der Welt alle spüren, es verändert sich dramatisch was, ob man es nun anerkennt oder nicht, durch die Digitalisierung und durch die Herausforderungen der Nutzung unserer Ressourcen auf der Erde. Und das hat ja in den letzten Jahren doch dazu geführt, dass sich mehr und mehr Länder erstmal auf sich selbst konzentrieren und dass die Spannungen zwischen den verschiedenen Regionen der Welt ja nicht unbedingt kleiner geworden sind. Und deshalb ist Multipolarität, das sagt sich so schön, natürlich auch eine schwierige Aufgabe, weil die Pole alle miteinander in einer Spannung sind und weil sich die Stärke der Pole ja auch permanent ändert. Wenn wir uns mal anschauen, wie das vor 30 Jahren war, das Bruttoinlandsprodukt von China war deutlich kleiner als das von Deutschland. 2007 hat China uns pro Kopf, das Gesamtbruttoinlandsprodukt. 2007 hat China uns überholt und heute sind sie natürlich massiv stärker. Und dieses Wachsen und Abnehmen der verschiedenen Pole verursacht natürlich auch Unsicherheit und daraus entstehen wieder Spannungen. Und die müssen wir ja mitdenken und mit denen müssen wir uns rumschlagen. Und heute gerade zu dieser Stunde fast quasi finden in Israel die Feiern statt in Yad Vashem zum Gedenken an den Holocaust. Und der deutsche Bundespräsident ist dort und wird für Deutschland noch einmal auf unsere Schuld, die wir über die Welt gebracht haben, hinweisen, aber eben auch versprechen, dass wir alles tun wollen, dass so etwas sich nicht wiederholt. Und wir blicken jetzt auf 75 Jahre friedliches Zusammenleben in Europa zurück. Aber nicht alle haben dies. Und wir sind ja alle dieses Jahr in den ersten Tagen aufgeschreckt, als wir plötzlich die Spannungen im Iran und Irak gesehen haben und haben uns Sorgen gemacht, wo wird das enden, wie kann man das deeskalieren. Deshalb ist Deutschland gehört zu den Ländern, die sagen, ja, wenn wir unvollkommene Abkommen haben und das Nuklearabkommen mit dem Iran ist sicherlich ein unvollkommenes Abkommen, dann lasst uns trotzdem das Unvollkommene nicht wegwerfen, bevor wir nicht etwas Besseres haben. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, auf der einen Seite dieses Abkommen zu erhalten. Aber wir haben auch jetzt den Streitschlichtungsmechanismus angerufen, weil der Iran natürlich auch nicht den Eindruck haben darf, er muss ja nichts mehr halten. Das wäre die ganz falsche Botschaft. Und wir haben erlebt, dass wir uns ja auch nicht abkoppeln können von den Ereignissen der Welt. Deutschland hat 2015 zusammen mit vielen anderen europäischen Ländern sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Und ich habe immer wieder, ich glaube auch an diesem Ort hier gesagt, wenn man fragt, was war der Fehler, dann war der Fehler mit Sicherheit nicht, Menschen aufzunehmen, die vor unseren Türen standen, sondern der Fehler war, im Vorhinein nicht darauf geachtet zu haben, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen in ihrer Heimat bleiben konnten. Und wenn ein Land wie Syrien mit knapp über 20 Millionen Einwohnern eine Bevölkerung hat, die zur Hälfte geflüchtet ist, entweder als Binnenflüchtlinge oder ins Ausland. Wenn man sieht, dass die Türkei an die 4 Millionen Flüchtlinge beherbergt aus Syrien, dass Libanon instabil geworden ist, ganz wesentlich auch durch die vielen Flüchtlinge, wie Jordanien darunter leidet, dann kann man nur sagen, wir müssen alles tun, um immer wieder diese Friedensprozesse auch in Gang zu setzen, selbst wenn sie noch so schwierig sind. Und das, was wir sehen in Syrien, da müssen wir schauen, dass sich das in Libyen nicht wiederholt. Wir haben jetzt einen Versuch gemacht, mehr ist es ja nicht, ein Versuch am letzten Wochenende für Libyen eine Lösung zu finden, bevor es nun sozusagen derselbe Stellvertreterkrieg ist oder ein ähnlicher Stellvertreterkrieg ist, wie er sich auf den Köpfen der syrischen Menschen abspielt. Und wir sehen bei Libyen, dass die dahinterliegenden Länder in der Sahelzone, die ärmsten Länder dieser Welt, Mali, Niger, Menschen, die hier gar nicht davon träumen können, jemals bis Davos zu kommen, jedenfalls in ihrer allermeisten Zahl, dass diese Menschen jetzt vom Terrorismus überfallen sind, überrollt sind, weil Libyen ein instabiler Staat ist, weil unendlich viele Waffen dort herkommen und weil wir alle miteinander, und Deutschland versucht dort auch seinen Beitrag zu leisten und er wird noch größer werden müssen, weil wir alle miteinander gucken müssen, dass diese Länder nicht völlig destabilisiert werden und alle Entwicklungsanstrengungen, alle Entwicklungshilfe dann im Grunde nicht wirken kann, weil ein Land wie Niger im Augenblick schon 30% für seine Sicherheit ausgeben muss, seines gesamten Einkommens. Und wir reden mal über 2% in Deutschland von Verteidigungsausgaben, 30% des Haushalts, der so klein ist. Und es reicht immer noch nicht und die Terroristen sind immer noch besser ausgerüstet und alles. Und deshalb wünsche ich mir natürlich, dass es uns endlich auch mal gelingt,
Wenn diese Länder darum bitten, dass wir die Terrorismusbekämpfung genauso anlegen, wie wir es vor unserer Haustür ja gemacht haben mit einer groß angelegten Koalition, dass sie dann auch von den Vereinten Nationen unterstützt werden, dass sie dann auch ein robustes Mandat bekommen. Sie sind ja bereit, für ihre Länder zu kämpfen, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, ihnen dafür auch die Unterstützung der Vereinten Nationen zu geben. Und das bedeutet, wenn wir uns anschauen, was Syrien für uns bedeutet hat in Europa, das bedeutet, dass wir uns präventiv noch viel mehr einsetzen müssen, um Gutes zu tun und Flucht- und Migrationsbewegungen zu verhindern oder geordnete Migration hinzubekommen. Und deshalb darf ich heute hier ankündigen, dass wir uns an den internationalen Hilfsaktionen, hier dem Impffonds Gavi, auch weiter beteiligen werden, in der Zeit bis 2025 wieder 600 Millionen Euro zur Verfügung stellen werden, um Krankheiten zu bekämpfen, das medizinische System zu verbessern, damit auch Stabilität zu bringen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Sicherheit garantieren, denn ohne Sicherheit keine Entwicklung und ohne Entwicklung gibt es mit Sicherheit auch keine Sicherheit. Meine Damen und Herren, wir sind Teil, Deutschland ist Teil der Europäischen Union. Herr Schwab hat darauf hingewiesen und wir werden im zweiten Halbjahr die Präsidentschaft haben. Die Europäische Union wird sie am 31. Januar substanziell verändern. Bis jetzt haben wir immer Länder gehabt, die beigetreten sind. Wir haben glücklicherweise auch noch ein paar Länder, die beitreten wollen. Aber ein Land verlässt uns und das ist Großbritannien. Das ist schwerwiegend, aber wir finden uns natürlich damit ab. Es ist der Wille der britischen Bevölkerung gewesen und wir werden auch alles dafür tun, gute, intensive, freundschaftliche, nachbarschaftliche Beziehungen mit Großbritannien zu erhalten. Europa muss, wenn es dem Anspruch entsprechen soll, den Ursula von der Leyen und die neue Kommission formuliert hat, eine geopolitische Kommission zu werden, sicherlich seine Stimme klarer erheben. Ich finde, der Aussage, der erste CO2-emissionsfreie Kontinent zu sein, ist eine massive, eine gute Aussage für die Welt. Mehr im Entwicklungsbereich zu tun, ist genauso wichtig, wie mehr zu den Friedenslösungen dieser Welt beizutragen. Und Deutschland will in seiner Präsidentschaft dazu auch einen Beitrag leisten durch zwei Dinge, die ich hier benennen möchte. Einmal durch einen Gipfel mit den afrikanischen Staaten, den wir in Brüssel abhalten werden und auf dem wir vor allen Dingen darauf eingehen werden, was die Agenda der Afrikaner ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir nicht mehr etwas für Afrika tun, sondern dass wir zunehmend etwas mit Afrika tun. Afrika hat sich eine Entwicklungsagenda gegeben. Afrika hat im Sommer eine Freihandelszone gegründet. Im Übrigen hat dieser Kongress der Afrikanischen Union in Niamey, der Hauptstadt von Niger, stattgefunden, dem ärmsten Land der Welt. Und man hat sich entschieden, einen gemeinsamen Binnenmarkt zu entwickeln. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber das ist eine mutige Entscheidung. Und wir sollten auf die Vorstellungen der Afrikaner eingehen, die sie für ihren Kontinent haben und ihnen dabei helfen, aber nicht unsere Vorstellung von ihren Entwicklung immer wieder einbringen. Und wir sollten endlich verstehen, dass das Miteinander mit Afrika nicht nur eine karitative Herangehensweise ist, sondern es etwas sein kann, was uns bereichert. Deutschland hat ein Durchschnittsalter der Bevölkerung von über 45 Jahren. Niger und Mali haben ein Durchschnittsalter von 15 Jahren. Was bedeutet das, wenn man so einen großen Teil von jungen Menschen hat, die auf die Zukunft konzentriert sind? Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles ganz langsam gehen kann und immer noch ausreichend Zeit ist. Dort kriegt man mal ein bisschen Druck her. Deshalb sage ich, die Europäer können nur gewinnen, wenn sie sich etwas mehr mit Afrika befassen und mit der Kreativität, der Motivation, der Freude am Leben dort unter viel schwierigen Bedingungen. Und wir werden dann als zweites etwas machen, was sicherlich keine ganz einfache Sache ist. Die Europäische Union hat heute keine einheitliche China-Politik. Jeder hat China über die Jahre als einen interessanten Handelspartner angesehen. Die mittel- und osteuropäischen Staaten haben sich irgendwann zusammengeschlossen, haben gesagt, Frankreich und Deutschland und die Großen, die treffen sich permanent mit China, machen da ihre großen Geschäfte. Jetzt wollen wir uns auch mal zusammenschließen und auch permanent mit China treffen. Und wir wollen zum allerersten Mal im September einen EU-China-Gipfel machen mit allen 27 Mitgliedstaaten. Es wird in Leipzig in Deutschland stattfinden. Und dort wollen wir uns mit drei Themen beschäftigen. Wir arbeiten seit 2013 an einem Investitionsschutzabkommen. Ich kann nur hoffen, dass es uns gelingt, mal bis 2020 fertig zu werden. Ist aber nicht sicher, ob wir das schaffen und setzt natürlich Flexibilität auf beiden Seiten voraus.
Wir werden darüber sprechen, wie wir den Klimaschutz gemeinsam angehen können. Das ist eine Riesenchance für uns, weil China auch ein Emissionshandelssystem einführt, also marktwirtschaftliche Mechanismen. Und wenn man das europäische Emissionshandelssystem mit dem chinesischen verknüpfen könnte, hätten wir ein Riesenstück der Welt und könnten damit auch Vorbild sein. Und wir wollen uns mit Drittstaatsbeziehungen beschäftigen. Da geht es dann auch zum Beispiel wieder um Afrika, weil China in Afrika sehr aktiv ist. Wir wollen aktiver sein und dass wir vielleicht dort auch gemeinsame Maßstäbe finden, mit denen wir dann diesen Völkern helfen, sich selbst zu entwickeln. Wir werden natürlich dann viele innere Fragen haben. Wir haben eine Digitalagenda. Ich habe gerade bei meiner Diskussion über die Biotechnologie wieder das gehört, was wir immer zu hören bekommen. Europa ist gut, auch gerade was den Umgang mit Daten in der Digitalisierung anbelangt. Aber Europa ist viel zu langsam. Und diese Langsamkeit müssen wir überwinden, sonst werden wir kein eigener geopolitischer Faktor werden. Das wissen wir. Das ist mit 27 Mitgliedstaaten nicht ganz so einfach, wenn jeder noch ein Parlament hat, was ihm ein paar Aufgaben mit auf die Reise nach Brüssel gibt. Aber wir haben im Grunde keine Alternative und deshalb wollen wir uns da einbringen. Und wir werden uns natürlich als Europäer und Deutschland ganz vorne mit dabei für den Multilateralismus einsetzen und für die multilateralen Organisationen. Jeder kann mit jedem Handelsabkommen abschließen, das tut die Europäische Union auch. Hoffentlich gelingt uns auch eins mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber insgesamt sehe ich die effizienteste Weise, Wohlstand für die Welt zu erzeugen, immer noch in funktionierenden multilateralen Organisationen. Dazu gehört zum Beispiel die Welthandelsorganisation. Die muss reformiert werden, da stimme ich dem amerikanischen Präsidenten zu. Aber sie muss wieder funktionsfähig gemacht werden. Und dass wir im Augenblick keine tagenden Schiedsgerichte haben, ist im Grunde ein Ausdruck des Nichtfunktionierens. Deshalb schließe ich mit dem, was hier Sie die ganzen Tage bewegt. Stakeholders for a cohesive and sustainable world, das sind wir alle. Das sind auch Staaten, das ist die Politik. Wir versuchen, diesen Auftrag ernst zu nehmen. Ich glaube, wir haben im Grunde die Chancen, aber wir dürfen uns vor lauter Problemen nicht immer weiter jeder für sich auf sich zurückziehen. Das wäre die völlig falsche Lehre 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und nun weiß ich, dass das Wiederholen der immer gleichen Botschaften noch keine Überzeugungskraft verleiht. Aber sich dafür einzusetzen, auch wenn es manchmal schwierig ist, ist aus meiner Sicht eine lohnende Sache. Und ich weiß, dass unter Ihnen viele sind, die für das gleiche Ziel arbeiten. Herzlichen Dank, dass ich Ihnen meine Gedanken darlegen durfte. Frau Bundeskanzlerin, herzlichen Dank für diese umfassenden Ausführungen. Ein Dank für die Initiative mit der Libyen-Konferenz. Ich glaube, wir können die Bedeutung nicht unterschätzen. Und Gratulation zur Klimapolitik. Und ich darf Ihnen sagen, dass eines der Ergebnisse dieses Jahrestreffens das ist, dass sich eine Großzahl von Unternehmen verpflichtet hat, bis spätestens 2050 CO2-frei zu sein. Wobei 2050 ein sehr langer Zeitraum ist und viele sich dazu verpflichtet haben, das früher zu tun. Ja, ja, es ist ganz witzig. In Deutschland wollen alle großen Industrieunternehmen klimaneutral werden, ja, und wollen den ganzen grünen Strom haben. Und ich frage mich dann immer, wer noch den Rest von nicht grünem Strom nimmt. Das wird dann wohl der Staat sein müssen oder die Bürger. Jedenfalls gibt es einen Run auf den grünen Strom in Deutschland. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben darüber gesprochen, über die Konferenz, die Sie in Leipzig durchführen wollen, mit China. Ich möchte vielleicht Folgendes sagen. Hier wurde viel gesprochen in den letzten Tagen über die Entwicklung von zwei Polen, China auf der einen Seite und USA. Was muss Europa tun, das im Grunde genommen wirtschaftlich auf Augenhöhe steht mit USA und China, um seine Identität und seinen Einfluss in der Welt zu sichern? Ja, das ist vielleicht mit die schwierigste Frage. Ich möchte keine neue Bipolarität der Welt, sage ich ganz offen, aber
Wir müssen natürlich auf der einen Seite sehen, wir haben sehr unterschiedliche Gesellschaftssysteme zwischen der Europäischen Union und China. Und deshalb ist uns natürlich die gesamte gesellschaftliche Ordnung in den Vereinigten Staaten von Amerika näher. Daraus resultiert ja auch die transatlantische Partnerschaft, unsere gesamte Politik im Rahmen der NATO. Und gleichzeitig erleben wir, und das ist ja ein völlig neues Erlebnis, dass ein Land, das sich sozusagen dem Kommunismus verpflichtet fühlt, in dem eine Partei die Herrschaft hat, eine kommunistische Partei, dass dieses Land wirtschaftlich erfolgreich ist. Das war ja im Kalten Krieg genau umgekehrt. Und dieses Land soll, und deshalb glaube ich, sollten wir auch immer wieder diese wirtschaftlichen Kontakte suchen. Das wird uns aber im Augenblick als Europäer nicht ganz leicht gemacht, weil natürlich auch die größere ökonomische Macht der Vereinigten Staaten von Amerika faktisch auch bestimmte Standards setzen kann. Und deshalb glaube ich, müssen wir als Europäer jetzt sehr klug entscheiden, wie wir gerade im Zeitalter der Digitalisierung auch mit chinesischen Angeboten umgehen, ich sage es mal ganz abstrakt, und wie wir sozusagen unsere eigene Sicherheit abwägen, auch mit der Frage, entkoppeln wir uns vollkommen von chinesischer Wertschöpfung. Denn wenn wir mal das Internet der Dinge durchdenken, dann ist ja zum Schluss jedes Endgerät auch wieder eine digitale Einheit, weil alle Dinge auf der Welt miteinander vernetzt sein werden. Und ich persönlich glaube, wir sollten den Überblick behalten durch einen Austausch auf der Welt, was der andere kann. Weil mich das sehr beunruhigt, wenn ich nicht mehr weiß, was der andere kann. Und deshalb sollte Europa einen klugen Weg finden, zu sagen, gesellschaftspolitisch, was unsere Grundwerte anbelangt, haben wir die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Aber es kann durchaus auch ökonomischen Wettbewerb geben, in dem Entscheidungen anders fallen. Und mit denen müssen wir dann gut und klug umgehen. Das neurologische System in dieser neuen, in der vierten industriellen Revolution ist ja das Kommunikationssystem. Sie haben gerade vom Internet of Things gesprochen. Ich weiß, es ist eine sensible Frage, aber wie sehen Sie die Neutralität dieses Systems gesichert? Und vor allem, es wurde am Mittagessen ausgesprochen, ist es nicht schade, dass Europa in einem Bereich, nämlich in diesem 5G-Bereich, mitsprechen kann und vielleicht diese Wettbewerbsfähigkeit nicht genügend zur Geltung bringt? Naja, das werden wir schon zur Geltung bringen. Also da sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir europäische Unternehmen haben und die werden natürlich auch eine dominante Rolle spielen bei dem Aufbau von 5G. 5G ist ja einerseits etwas Evolutionäres, andererseits etwas Revolutionäres, weil ich zum ersten Mal in Ist-Zeit quasi alle Dinge vernetzen kann. Und damit sind die Sicherheitsanforderungen natürlich noch mal höher. Wie mache ich mich sicher? Ich glaube, am sichersten mache ich mich im Grunde durch Diversifikation, durch Redundanz, wo es notwendig ist. Das sind sozusagen die technischen Vorgehensweisen, um mich abzusichern. Ich glaube nicht, dass ich mich so besonders sicher mache, wenn ich ganze Anbieter völlig ausschalte und nicht mehr weiß, wie die sich entwickeln. Da bin ich skeptisch. Das ist jetzt mal rein aus meiner naturwissenschaftlichen Herangehensweise. Und da muss man natürlich noch mal einen Unterschied machen. Wir haben staatliche Kommunikationssysteme, wir haben verteidigungspolitische Kommunikationssysteme und Austauschsysteme, die würde ich noch mal anders bewerten als jetzt das Internet der Dinge. Aber ehrlich gesagt, wir sind ja auch in früheren Zeiten mit Spionage, mit Industriespionage klargekommen. Und insofern würde ich nicht das Instrumentarium vollkommen wechseln, aber wir müssen schon aufmerksam sein und müssen gucken vor allen Dingen, das macht ja China auch, seine eigene ökonomische Dominanz zu Hause auch durchaus einzusetzen. Und immer Reziprozität. Wir müssen natürlich dann auch Zugänge haben zum chinesischen Markt. Da sage ich nicht, dass ich in die staatliche Kommunikation reinkommen will, aber zum chinesischen wirtschaftlichen Markt brauchen wir dann auch Zugänge. Frau Bundeskanzlerin, bedeutet das, dass Europa im Grunde genommen eine betont starke eigene Industriepolitik entwickeln sollte? Nee, wir sollten aufschließen zu den anderen, die ja auch ihre starken eigenen Player haben. Und wie Sie schon gesagt haben, im 5G-Bereich sind wir richtig gut. Bei der Chipherstellung sind wir nicht gut, bei der Plattformwirtschaft sind wir nicht gut. Die Europäer sind ja vielleicht auch so unruhig, auch zum Teil
haben wir auch diese Probleme von Menschen, die auch ein Stück Optimismus verloren haben in unseren Gesellschaften, weil wir doch spüren, dass das nicht mehr so ist wie vor 100 Jahren, dass jede neue Erfindung der Welt aus Europa kommt. Das ist nicht mehr so, sondern wir sind in hohem Maße abhängig von anderen Anbietern. Und hier eine gewisse Souveränität wieder zu erlangen oder Eigenständigkeit und über bestimmte Grundfähigkeiten zu verfügen, die ich im 21. Jahrhundert brauche, das finde ich ist ein legitimer Anspruch für einen Kontinent, der auch vorne mitspielen will. Frau Bundeskanzlerin, wir sehen eine Verlangsamung der Weltwirtschaft, eine synchronisierte Verlangsamung der Weltwirtschaft. Wir haben zwar relativ optimistische Berichte der OECD und des IMFs. Ist Europa für eine neue Rezession gerüstet und welche Instrumente würde Europa benutzen, wenn eine solche Verlangsamung sich verstärken würde? Naja, erstmal beschäftige ich mich lieber am Tag mit der Frage, wie können wir die neue Rezession verhindern? Ja. Ich glaube, wir tun gut daran, erstmal uns zu freuen, dass die erste Phase eines Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und China gelungen ist. Wir sind jetzt selber sozusagen Gegenstand von Handelsverhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich war immer eine Befürworterin von TTIP. Ich werde auch weiter eine Befürworterin von Handelsvereinbarungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika sein. Und mit jedem Stück, mit einem geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, mit Handelsverträgen und keinem Handelskrieg, mit weniger Protektionismus, verringern wir die Gefahren einer Rezession. Denn es ist ja ganz augenfällig, als die Welt ganz eng zusammengearbeitet hat, als G20 damals zum ersten Mal auf der Staats- und Regierungschefebene getagt hat, da ist es gelungen, relativ schnell diese große Finanzkrise zu überwinden. Und in der Zeit, in der wir jetzt im Grunde sehr viele Handelskonflikte auch haben, sieht man, dass das Weltwirtschaftswachstum zurückgeht. Also Unsicherheit und Abschottung sind aus meiner Sicht keine wachstumsfördernden Dinge. Und dann ist natürlich immer die Frage der Investitionen, die Sie wahrscheinlich jetzt auch im Hinterkopf hatten. Wann wird Deutschland endlich investieren? Da will ich Ihnen sagen, dass wir mehr investieren, als wir jemals investiert haben, gerade auch in Klimatechnologien. Und dass wir ein Problem haben, im Augenblick haben wir mehr Geld, als Geld abfließt. Und wir müssen uns überlegen, wie wir die Planungsmechanismen, die Umsetzungsmechanismen verbessern, damit wir die Investitionen auch wirklich realisieren können. Aber Deutschland wird nicht hinten anstehen, sich sozusagen mit solchen Maßnahmen auch zu beteiligen. Und Wettbewerbsfähigkeit, Forschung, Entwicklung, neue Innovation sind sicherlich auch Treiber solcher Investitionen. Und ich glaube, wir haben aus der großen Eurokrise in dem Anfang des letzten Jahrzehnts doch die Lehren gezogen. Ich bin viel gescholten worden, was für eine böse Frau ich bin, wenn ich immer so harte Bedingungen stelle. Ich glaube, dass Portugal heute wettbewerbsfähig ist, dass Irland wettbewerbsfähig ist, dass Griechenland jetzt einen Ministerpräsidenten hat, der wirklich auch intensive Reformen macht. Das hat auch was mit dieser Härte zu tun, aber gleichzeitig mit der Bereitschaft auch zu helfen und große Rettungsschirme aufzuspannen. Und Europa kann einen Beitrag leisten durch Vollendung der Bankenunion, durch Kapitalmarktunion, sozusagen, dass das Vertrauen auch in unsere gemeinsame Währung wächst. Das ist auch ein Beitrag zum Wachstum auf der Welt. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ganz kurz Brexit angesprochen. Ich möchte vielleicht eine persönliche Frage stellen. Was ist Ihre persönliche Lehre aus dieser ganzen Brexit-Geschichte? Na, die ist zweifach. Das eine, man muss ja ganz ehrlich sagen, Großbritannien war nie sozusagen so ganz glücklich in der Europäischen Union. Großbritannien hat am Euro nicht teilgenommen, Großbritannien hat am Schengen-Raum nicht teilgenommen, an der gemeinsamen Innenpolitik nicht teilgenommen. Es gab also eine ganze Reihe von Dingen, wo immer sozusagen über den Binnenmarkt hinaus Vertiefungen innerhalb der Europäischen Union stattgefunden haben, war Großbritannien schon gespalten und sehr zögerlich. Damit standen eigentlich vom ersten Tag der Mitgliedschaft ja zwei Theorien im Raum. Ist das ein immer größerer Binnenmarkt oder nicht? Zweitens will ich die Lehre sagen, Großbritannien hat sich, als die Freizügigkeit, die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union eingeführt wurde, dafür ausgesprochen, sie vom ersten Tag an gelten zu lassen. Wir Deutschen, die wir immer ein bisschen langsam sind, haben gesagt, 7 Jahre Übergangszeit. Haben die Polen, die
Tschechen und die Slowaken wirklich auch verärgert, weil wir gesagt haben, nein, Freizügigkeit erst nach einer längeren Übergangsperiode. Ehrlich gesagt haben wir es damit besser verkraftet als Großbritannien, die 7 Jahre oder 10 Jahre später gesagt haben, jetzt haben wir zwar viele gute Arbeitskräfte gehabt, aber wir haben auch viele gesellschaftliche Kosten und man hat das gar nicht so schnell adaptieren können. Ansonsten lerne ich daraus, dass wir jetzt einen Wettbewerber vor der Tür haben und dass uns das Beine machen sollte, dass wir damit auch schneller werden müssen. Sonst wird uns Großbritannien zeigen, dass es manche Dinge schneller auf die Reihe bringt. Und das möchte ich eigentlich nicht erleben. Also für mich ist der Ausdruck Großbritanniens bei aller Trauer auch Ansporn, dass Europa sich beweisen muss. Sie haben das kürzlich in einem Artikel in der Financial Times als Wake-up-Call bezeichnet. Ja, ich habe Weckruf gesagt, aber die haben es im Englischen dann als Wake-up-Call übersetzt. <ja. lacht> Frau Bundeskanzler, eine letzte Frage. Sie haben uns 12-mal beehrt. Das Forum hat 50 Jahre. Seit 25 Jahren sind wir verbunden. Wenn Sie das nächste Mal zurückkommen, was möchten Sie diesem Publikum dann am liebsten sagen? Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Also, ich meine, heute habe ich Ihnen das gesagt, was ich Ihnen sagen wollte. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Sie mich nochmal einladen. Und dann werde ich das sagen, was wieder aktuell ist. Ich würde sagen, was mich erfreut, ist, dass dieses Forum ein Beitrag dazu ist, Gesprächskanäle zu öffnen, die nicht ganz normal sind. Und da ich sehe, dass so viele heute nicht miteinander reden, würde ich mir wünschen, dass Sie auch wirklich die Antagonisten immer einladen und auch an einen Tisch bringen. Es ist eigentlich im 21. Jahrhundert nicht zeitgemäß zu sagen, mit dem oder dem spreche ich nicht. Das müsste eigentlich sozusagen gesellschaftlich sanktioniert sein. Ja. Man muss in der Lage sein, miteinander zu sprechen. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Wir werden diesen Rat sicher befolgen. Danke vielmals, Frau Bundeskanzlerin.